Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zum finalen Part von The Legend of Zelda Link's Awakening hier auf der Nintendo Switch. Ich habe im letzten Part ja den Kammer-Dungeon abgeschlossen, das war ja der Livestream-Part. Ich kann verstehen, wenn das nicht alle von euch nachgeguckt haben. Nochmal kurz zusammengefasst, was es dort zu bekommen gab. Es gab zwei Herzteile, einen Herzcontainer, was uns die 20 Herzen voll gemacht hat. Eine Zaubermuschel, damit haben wir alle 50 Zaubermuscheln. Eine leere Feenflasche und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Das war alles, was beim Boris Kammer Dungeon zu bekommen gab. Und obendrauf habe ich mich jetzt zwischen Livestream und diesem Part ist ein bisschen Zeit vergangen, dran gesetzt und achtet mal auf meine Rubinanzahl. Ja, ich habe eine ganze Menge Rubine zusammengefarmt, um genau zu sein, das Maximum des Spiels. Und mit diesem Maximum möchte ich nun gerne einmal hier diesen Laden hier betreten, denn wir haben noch ein paar Kammersteine, die es zu kaufen gibt. Ich bin gespannt, wie viele noch an der Zahl, denn wir können auch ein paar erst bekommen nach Abschluss des Final Bosses, also nachdem wir das Spiel einmal durchgespielt haben, müssen wir leider noch mal rein ins Spiel, um uns dann letzten Endes die letzten Kammersteine zu holen. Es gibt hier im Inventar 14 Kammersteine an der Zahl und wir wollen natürlich alle. Wir wollen die 100%. So, und der hat tatsächlich noch einen zweiten. Na wunderbar, dann kaufe ich mir den natürlich auch. Und jetzt kann ich mich dann gleich wieder dran setzen und eine ganze Menge Geld zusammenfarmen. Naja, aber das mache ich dann offscreen. Ihr wisst, ich habe einmal das Maximum gehabt und geht davon aus, ich hole mir dieses Maximum auch wieder zurück. Da könnt ihr euch aber sowas von sicher sein. So, dann geht unsere Reise direkt weiter und zwar nicht zum Ei des Windfisches. Das werden wir heute zwar auch noch besuchen, aber irgendwo hier gab es eine Feenquelle und ich möchte gerne meine leere Flasche, das war nicht hier, meine leere Feenflasche, die ich jetzt besitze, meine letzte, die möchte ich natürlich auch noch mit einem Item füllen. Und dementsprechend stecken wir da auch noch ganz kurz eine Fee rein, damit das auch erledigt ist, nicht wahr? Wunderbar. Sehr schön, ein volles Inventar. Voller kann es nicht sein. So, na dann. Wunderbar, wäre das alles erledigt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es am schnellsten, ob ich jetzt auch einfach rennen kann. Wir rennen jetzt einfach mal ganz kurz zu dem Muschelbazar. Denn wir haben alle 50 Zaubermuscheln. Und ja, die würde ich jetzt gerne abgeben. Im Austausch natürlich, selbstverständlich, gegen die letzte Belohnung des Spiels. Und dementsprechend auf geht's. Dann wäre das hoffentlich recht schnell abgehakt und hat euch nicht allzu sehr gelangweilt. Ich bin ja mehr der Fan von Sidequests, aber dazu kommen wir dann, wenn ich das Finale. Du hast jedes Geheimnis entdeckt. Die Zaubermuscheln in deinem Besitz sind der Beweis deiner Hartnäckigkeit. Oh ja, ich bin wirklich sehr, sehr hartnäckig. Dankeschön, dass du mir das sagst, Spiel. Möge das Glück dir stets hold sein. Ich meine, das letzte Mal, als wir hartnäckig waren, war Part 29, wo wir ja alle Kammer-Dungeons abgeschlossen haben. Und da nochmal danke an alle, die dabei waren. Und außerdem danke an alle Leute, die hier auf diesem Part nochmal das letzte Mal einen Daumen hoch da lassen, denn es war sehr viel Aufwand, was wir für diesen Part hier betreiben mussten. Oder ich vor allen Dingen. Meine Aufgabe ist erfüllt. Yeah, okay. Was ist die letzte Belohnung? Ach du Kacke, eine ganze Menge Rubine erstmal. Sehr schön. Ich hätte aber auch gerne noch das, was hier in dem Geschenk drinnen ist. Toll. Warte mal kurz, kann ich mir so Rubine cheaten? Warte mal. Das will ich jetzt. Bla 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 bla. Oh, schade. Ich dachte, ich kann mir vielleicht so jetzt noch das Maximum an Rubinen cheaten. Was ist das finale Geschenk für alle 50 Zaubermuscheln? Kammerstein. Ja, lol. Sehr schön. Er fühlt sich irgendwie unheimlich an. Okay. Ja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Das hat sich in meinen Augen nicht wirklich gelohnt. Ich meine, ich hätte mir zwar viel lieber bei Boris gewünscht, dass er einen maximale Rubine gibt, wenn man alle Dungeons bei ihm abschließt. Was er ja nicht getan hat. Man hätte die maximalen Rubine auch dahin packen können als Belohnung. Das wäre aber ein bisschen unverdient gewesen, weil die Zaubermuscheln, naja,
Na, die sind schon was Besonderes. Da hätte man vielleicht den Herzcontainer von Boris hinpacken können und dafür Boris halt Max Rubine oder vielleicht einen Kammerstein, dass er selbst eingibt. Ich weiß es nicht. Ich finde die Belohnung halt für alle 50, finde ich das wirklich ein klein wenig enttäuschend. Ja, sagen wir es, wie es ist. Egal. Wir haben ein paar Kammersteine, einmal den Plus-Effekt Rubine erhalten, ein sehr guter Effekt für die Leute, die 100% bzw. die Geld farmen wollen. Dann wendet den einfach auf einen Dungeon an und ihr bekommt massig Rubine. Ja, da steht's auch, um es dort Rubine regnen zu lassen. Gut, dann hätten wir auch hier alle Kammersteine, bis auf den einen, den wir erst in der Afterstory bekommen können. Und den werden wir als nächstes anvisieren. Um genau zu sein, visieren wir als nächstes den Endboss an. Und danach den letzten Stein. Auf geht's, hoch zum Ei des Windfisch. Da fällt mir gerade was ein. Tut mir leid, Leute, aber wir müssen davor noch was erledigen. Und zwar hier in der Ungarsteppe. Jetzt habe ich mich umsonst hier einmal hingewarbt und muss ihn gleich nochmal hinwarten. Denn ich habe mir den Code nicht rausgeschrieben und das hätte ich vielleicht vor diesem Part erledigen sollen. Das wird heute sowieso ein extrem langer Part. Aber ich möchte es gerne mit 30 Parts beenden, das Projekt. Das ist eine schöne Zahl und dementsprechend übertreiben wir halt heute mal wieder mit der Partlänge. Ich war der erste und der letzte Part, da ist halt hoffentlich in Ordnung. Ich meine, 31 ist eine Kackzahl. Denn hier, die dunklen Geheimnisse von Kukulint, das Buch wirklich lesen. Das hat bis jetzt noch keinen wirklichen Sinn ergeben, dieses Buch. Aber mittlerweile weiß ich, was es mit diesem Buch auf sich hat. Und dieser Weg hier, der wird sehr, sehr wichtig gleich. Deswegen muss ich mir den ganz kurz rausschreiben. Das wäre links, 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 oben, rechts, rechts, oben, oben. Perfekt. Damit kriegen wir Lorro raus. Sehr schön. Italienisch für wir. Aber wir, ihr, sie. Eher für sie. Mehrzahl. Dritte Form von Mehrzahl auf Italienisch. Zwar nicht so geschrieben, aber ja, hat sich vielleicht gelohnt, Italienisch zu lernen. Ich weiß nicht. Okay, ja, dann auf zum Windfisch. Yay. Es wird Zeit fürs Finale. Den Boss werden wir sowieso wegnacken, nocken, wegnatzen. Habe ich Natzen und Nocken gemischt. Dann kam Nacken raus. ja, den werden wir sowieso wegfetzen. Mit unserem roten Gewand. Da haben auch viele Leute gesagt, Ultra, mit dem roten Gewand ist das doch alles so einfach. Ja, aber ich will mir das blaue Gewand für meine Master-Quest oder meinen Heldenmodus, so heißt es, meinen Heldenmodus-Playthrough aufheben. Dementsprechend sind wir hier im Normalmodus mit dem roten Gewand unterwegs. Heldenmodus wird leider nicht als Let's Play folgen. Ich meine, den Platz brauchen wir für was anderes. 31. Oktober kommt Luigi's Mansion 3 raus. Ich meine, für was sollen wir den Platz sonst aufheben, nicht wahr? Und 30 Parts kriege ich in den nächsten 15 Tagen leider nicht mehr rausgeballert. Na dann! man könnte, wenn man jeden Tag 2 Parts raushaut und die Texte nicht mehr vorliest, das wird sich wahrscheinlich schon ausgehen, aber ja. Nee. Einmal durchgespielt reicht mir. Ich meine, dann würden wir wahrscheinlich auch kaum mehr Aufrufe auf die Videos haben. So. Frage. Okay. Frage beantwortet.
Okay, kein Windfisch. Noch nicht jedenfalls. Da kommt ein letztes Mal noch die Eule. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Geh in das Ei. Juhu, juhu. Die bleibt jetzt episch auf dem Ei sitzen. Wenn wir runtergehen, okay, die Kamera. Ja, wir kriegen die Kamera gar nicht mehr. Oh, schade. Na dann, betreten wir das Ei des Windfisches. Windfisch-Ei. Boah, und die Musik geht direkt ab hier. Richtig harte Finalstimmung-Musik. So, und wenn ich jetzt richtig der Annahme bin... War es richtig? Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich meine, ich kann gerade nur nach oben oder nach unten gehen, aber unser erster Schritt soll ja eigentlich links sein. Ich gehe mal nach oben. Ah, perfekt. Da ist ein Labyrinth. Das erkennt man. Na dann, auf geht's. Gehen wir den Weg, so wie es uns beschrieben wurde. Links, links. Links. Dann einmal nach oben. Dann einmal nach rechts. Nochmal nach rechts. Und zweimal nach oben. Und dann bin ich gespannt, was passiert, denn den Endboss kenne ich tatsächlich noch nicht. Das schreit aber sehr stark nach Endboss. Lass mich mal ganz kurz hier speichern. Hab zwar nicht das Gefühl, dass irgendwas schief gehen wird, aber Sicherheit geht vor. Rein da, oder? Ich denke schon. Okay. Wir sind aus Albträumen geboren. Wir haben den Windfisch in endlosen Schlaf versetzt, um die Herrschaft dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir hier für immer geherrscht. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Oh boy. Links Albträume. Da habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, die Texte vor den Bossen ergeben durch das Finale dann Sinn. Nein, dass das alles ein Traum war, das war mir schon klar. Das Spiel ist ja kein neues Spiel. Aber ich wollte natürlich euch hier das alles nicht vorne hinwegnehmen. So, und das ist links größter Albtraum. Ein Blob. Wird der später dann zu Schattenlink? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Er weicht auf jeden Fall elegant meinem Schwert aus. Beziehungsweise portet sich immer rechtzeitig weg. Haben wir irgendwas gegen den? Vielleicht mit dem Enterhaken irgendwas aus dem Blob rausziehen? Ich meine, irgendwas müsste... Aua, das tat weh. Und der macht sogar ein Herz Schaden. Okay. Ja gut, das heißt ein halbes Herz, wenn ich die blaue Rüstung habe. Aber ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich werde einfach mal weiter angreifen. Dieses, etwas. So. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert, wenn ich... Aua. Wenn ich dich weiter angreife. Zack. Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus, nee. Ich schnapp mir mal kurz Pfeil und Bogen. Nee, warte mal. Zauberpulver vielleicht. Vielleicht irgendwie so die Items je nach Dungeon, nach der Dungeon-Reihenfolge einsetzen. Das könnte ich mir tatsächlich. Okay, Zauberpulver, unser erstes Item aller Zeiten. Und das verletzt dieses, etwas. Sagen wir mal. So, aber es ist gar nicht mal so einfach, das Ding zu treffen. Okay. Was kommt jetzt? Eine Mumie? Sieht aus wie eine Mumie. Vielleicht ist es aber auch ein alter Boss von Link's Awakening. Nicht Link's Awakening. Link to the Past. Es wirkt so ein bisschen... Oh, okay, der macht einen auf Schattenganon. Okay. Na, das kriege ich wohl hoffentlich hin. Da bin ich geübt, dank Wind Waker. Shit. Er kann auch faken. Okay, das wusste ich nicht. Und er faked direkt wieder. Und ich fall wieder drauf rein. Das ist locker wieder ein Fake. Natürlich war das wieder ein Fake. Wahrscheinlich macht das so lange, bis man einmal ausgewichen ist. Genau. Danach kann man ihn wieder angreifen. Er sieht so ein bisschen aus wie aus A Link to the Past, wenn ihr mich fragt.
Da gab's doch auch irgend so einen bösen Zauberer, oder? Ich gebe die Frage einfach mal an euch weiter. Klärt mich da gerne in der in den Kommentaren auf. Ah, das war dumm. Das war dumm. Das würde mich schon etwas interessieren. So, kannst du dann nochmal bitte so eine Kugel losschicken, die ich zurückschießen kann? Zurück an den Absender und so. Aua, verdammt! Schlecht. Ach, und dann schickt er trotzdem noch so eine Kugel los. Okay, also dreimal. Ah, und jetzt wieder? Hä? Ich dachte, jetzt geht's mir von vorne los. Und jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Doch, okay. So. Ja. Gut. Na, was hast du drauf, Freundchen? Bis jetzt ja nicht wirklich was. Ah, verdammt. Blöd getroffen. Aber jetzt schickt er wieder eine Kugel los und verbrennt in der Hölle. Okay. Kugel erinnert auch so ein bisschen an Kirby, um ehrlich zu sein. Okay, das ist ein Boss, den wir kennen. Die Frage ist nur, wie verletzen wir den? Das ist eine gute Frage. Normalerweise ja hinten. Kann ich nicht auch... Ja, ich kann ja einfach hinten auf den Schweif schlagen. Okay, das ist schön. Das gefällt mir. So, das ist bis jetzt der einfachste, auch wenn er jetzt total ausrastet. Aber, im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt hatten, ist der hier, wenn ich dich dann auch irgendwann mal treffe. Das war der einfachste. Doch, da musste ich nicht mal rumraten, was ich da jetzt machen muss. Vielleicht sind das auch alles... Okay, das ist eindeutig Ganon. Den erkennt man. Und jetzt die Frage, kann ich den... Ne, Link hat ihn ja immer mit Lichtpfeilen besiegt. Vielleicht muss ich hier auch mit Pfeilen zuschlagen. Ich weiche jetzt erstmal hier seinen Flammenfledermäusen aus. Und dann nimm... Okay. Ich weiß nicht, was machen war. Okay, das war eindeutig falsch. Was muss ich machen hier, Ganon? Das ist eindeutig ein Schatten von Ganon. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Das ist mein größtes Problem bei den Bossen in diesem Spiel. Das ist auch das Problem, warum ich nicht so der 2D-Zelda-Fan bin. Erstens, 2D-Zelda sind recht kurz. Zweitens, Bosse. Mann, jetzt lass dich doch verletzen, Bruder! Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ne, keine Ahnung. Kann ich euch angreifen? Nee. Nicht wirklich. Aber er trifft mich ja jetzt wieder hundertprozentig mit... Ja, wie? Geht nicht. Oder muss ich ihn in dem Moment angreifen, wo er sein Zepter wieder schnappt? Und es sich nicht mehr dreht. Das ist ja auch dumm. Ja, toll. Was machst du jetzt? Okay, jetzt habe ich dich... Warum? Das ergibt nicht mal Sinn. Warum ich dich jetzt verletzen konnte. Ich meine, ich stand davor die ganze Zeit sogar in dir drin. Mehr oder weniger. Warum? Der hat eine richtig dumme Hitbox. Naja, also den mag ich nicht. Sorry, aber da bin ich kein Fan von dem Boss. Das ist ein scheiß Boss. Ja, toll. Toll. Ich meine, wo warbt sich der hin? Er steht immer in seinem scheiß Dreizack drin. Immer. Ja, eine Fee wird es wahrscheinlich werden. Ja, toll. Toll! Und dann kann ich ihn nicht mal angreifen. Komm, gib mir eine Fee. Den Boss mag ich nicht. Nein, das ist ein Scheiß-Boss. Ende der Diskussion. Kannst nichts machen. Musst einfach hoffen, dass er sich richtig hinstellt. So, jetzt. Und jetzt geht's wieder nicht. Warum? Oh, es ist zum Kotzen. Muss es wirklich eine aufgeladene Attacke sein? Muss es wirklich?
Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder muss ich den Kopf angreifen? Oder was muss ich ihn angreifen? Ich weiß es nicht. Muss es jetzt die Wirbelattacke sein? Muss es der Kopf sein? Oh boy. Ja, wir machen einfach mal so weiter. Natürlich. Natürlich. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Treffer er einsteckt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es die letzte Phase ist. Und, naja. Vier Treffer? Okay, es sieht gut aus. Phasenwechsel. Schattenlink? Kriegen wir noch Schattenlink? Oder was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Okay, okay. Wirbelattacke. Wirbelattacke. Krieg ich hin. Schlitz. Und Schlitz. Yeah. Aber es geht noch weiter. Was kommt jetzt? Ach du Kacke, was ist das? Ist das Vati? Erinnert mich ein bisschen an Vati. Aus, ja, das ist doch Vati, oder? Bin doch nicht blöd gerade. Das ist... Soll das Vati? Ich glaube, Vati gab es aber damals noch nicht. Oder ist das irgendein Boss aus Link's Awakening? Weil ihr müsst ja bedenken, das muss ja irgendwann... Vati kam ja erst beim Game Boy und das hier ist ja Game Boy Color. Klar, jetzt ist es Switch, aber davor war es Game Boy Color. Hier ist die Schwachstelle ja offensichtlich, das Auge. Frage ist nur, ob ich das auch angreifen kann mit dem Schwert. Wir probieren es mal, komm. Mann, ah! Nee, kann ich nicht. Okay, ja gut, dann weiter die Pfeile rein. Mann, aber der zieht mir hier gut Leben ab, du. Respekt. Respekt, Freundchen. Der Boss tankt auf jeden Fall einiges. Ich dachte jetzt vielleicht einfach den letzten Treffer den Gnadenstoß geben. Darf ihm nicht ausweichen. Okay. War's das? Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Würdiger Finalboss. Krass. Link, du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Alles klar, Uhu. Werde ich machen. Jetzt sind wir oben auf dem Ei oder wo sind wir jetzt? Oder wir gehen einfach in den Himmel. Warum denn auch nicht? Yeah. Uhu. Du hast es geschafft, Link. Alle Albträume sind besiegt. Du hast deine Weisheit, deinen Mut und deine Kraft unter Beweis gestellt. Verstehe, das ist Triforce und so. Ich bin Teil der Seele des Windfisches und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Link, um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Link. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Auf Wiedersehen. Huhu. Huhu. Yeah, der Windfisch. Ich bin der Windfisch. Lang war mein Schlaf. In meinem Traum erschien ein Ei mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. Deine Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Eines Tages
wirst du dich an Krokolind erinnern und denken, es war gar kein Traum. Komm, Link, lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Okay. Kriegen wir jetzt die Theme, die ich immer im Outro benutzt habe? Komm, bitte. Die haben doch nicht dieses Lied mit dem Gesang nur für die Trailer gemacht. Wieso? Okay, es geht ab. Aber es hätte das traurige Lied von meinem Outro jetzt richtig gut gepasst. Ja. Es ist viel zu fetzig dafür, was gerade abgeht. Marin, Tarin und alle anderen, die wir getroffen haben, was eigentlich mehr oder weniger nur Tiere waren. Alles bloß ein Traum. So ein bisschen widerspricht sich das Spiel ja hier, denn ich meine, wie oft konntet ihr euch an den Traum erinnern, nachdem ihr aufgewacht seid? Sofern ihr... Ich meine, ne, es gibt ein paar Träume, an die ich mich noch erinnern kann, aber auch nur, weil ich darüber erzählt habe. Aber nach dem Aufwachen erinnert man sich mehr oder weniger nicht wirklich mehr an seine Träume. Aber Link ist ja ein ganz besonderer Kerl. Deswegen darf er sich auch erinnern. Und wer weiß, vielleicht ist die Insel Krokolind ja in Wahrheit nicht wirklich nur ein Traum gewesen. Vielleicht sind Tarin, Marin, die Häschen, die Insel, der Windfisch und alles, was wir erlebt haben, in Wirklichkeit irgendwo da draußen. Was für ein Übergang zu den Credits. Und damit endet The Legend of Zelda Link's Awakening für die Nintendo Switch hier auf meinem Kanal mit wunderbaren 30 Parts. 100% alle Herzteile, alles, was man in diesem Spiel bekommen kann. Und ich bedanke mich ein allerletztes Mal bei allen, die dieses Projekt verfolgt haben. Und das waren wirklich eine ganze Menge und ich weiß absolut nicht warum. Denn ich persönlich finde dieses Projekt gar nicht mal so gut aus meiner Sicht. Das Projekt aus meiner Sicht war sehr gerusht. Ihr habt natürlich wieder versucht, mit den großen YouTubern mitzuhalten, was den Output der Videos sehr beschleunigt hat von diesem Projekt her. Und ja, dann bin ich nicht wirklich dazu gekommen, irgendwie schöne Thumbnails in meinen Augen zu machen. Ich bin absolut nicht zufrieden mit dem Thumbnails, die dieses Spiel hier hat. Aber ja, und auch mit den Commentary teilweise. Ich meine, ich habe eigentlich nur das kommentiert, was im Spiel passiert ist. Ich gehe eigentlich liebend gerne auf andere Sachen ein, über die man so nebenbei reden kann. Aber bei dem Spiel... Ja, wenn du halt so viel im Vorrat aufnimmst, 14 Videos teilweise habe ich am Tag aufgenommen, dann ist das nicht wirklich möglich, da auf Sachen einzugehen, die in den Kommentaren passieren oder was auch immer in der Welt gerade vor sich geht. Da kannst du nicht wirklich drauf eingehen und dementsprechend bin ich eigentlich mit dem Let's Play nicht wirklich zufrieden, auch wenn es ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Abenteuer war. Und man hat es hoffentlich auch gemerkt, ich hatte hammermäßigen Spaß an dem Spiel. Trotz all dem gibt es einige Kritikpunkte. Fangen wir nach der Reihe an. Was halte ich denn von der Grafik?
Mein, abgesehen von diesen Anime-Zwischensequenzen, die wir hier hatten, die super sind, war ich damals gegen diese kindliche Spielzeuggrafik, die wir ja jetzt hier in dem Spiel hatten. Letzten Endes, jetzt wo ich sie auch gespielt habe, hat sie nicht wirklich gestört, die Grafik. Ich meine, sie hat dieser Traumwelt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Bedeutung gegeben, weil es so durch diese Grafik sich mehr anfühlte wie ein Spiel, was sich ein Kleinjähriger ausgedacht haben könnte und was sich in seinem Kopf abgespielt hat. Die Credits sind auch schon vorbei. Das ging verdammt schnell. Soundtrack-mäßig, natürlich typisch Zelda-Soundtrack-mäßig. Toll, ich kann es nicht vergleichen mit dem alten Game Boy Color-Soundtrack, weil ich war damals noch nicht auf der Welt. Dementsprechend, ja, ich mochte den Soundtrack. Er war da, sagen wir es so. Ich habe ein paar Tracks, waren bestimmt gut. Ich kann mich da nicht wirklich mehr dran erinnern. An die meisten Tracks habe ich vergessen. Aber dieses Main-Theme, jetzt wo es auch hier gerade läuft, super. Und natürlich auch die Legend of Zelda Main-Theme ist super toll. Also, ich meine, es ist eine schöne Ergänzung zum Spiel, der Soundtrack. War nicht falsch. Gameplay-technisch hat's megamäßig Spaß gemacht. Ich hab's schon erwähnt, 14 Parts am Stück aufgenommen und so weiter. Ey, was willst du mehr? Was willst du mehr? 14 Parts am Stück aufnehmen, da musste man Spaß haben an dem Spiel. Ansonsten hätte ich ja keine 14 Parts am Stück aufgenommen. Ich meine, Spyro, ne, ihr merkt ja, da ist eine kleine Flaute drin, was die Parts von Spyro angeht. Und das liegt daran, dass das Spiel mich eher mehr langweilt, als dass ich wirklich Spaß dran habe. Aber ja, Spyro ist eine andere Sache. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Gut, und zu guter Letzt, ich habe auch schon mitbekommen, es gab einige weitere Zaubermuscheln, die jetzt hier für das Remake hinzugefügt wurden. Es gab einige weitere Herzteile, die für das Remake hinzugefügt wurden. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Sache. Denn vor allen Dingen für mich, ich bin ja eher mehr der Fan, der die Welt erkundet und nicht die Dungeons macht. Weil ich mag einfach dieses Sidequesten in Zelda mag ich viel mehr als der Hauptstory nachzurennen. Und das hat das Spiel in meinen Augen dann dadurch ja auch noch ein bisschen bereichert. Weil, dadurch gab es viel mehr außerhalb der Dungeons zu erledigen. Und wie gesagt, ich bin davon einfach ein großer Fan. Das ist natürlich Ansichtssache. Es gibt Leute, die richtig Spaß an Zelda-Dungeons haben, aber ich bin halt leider da ein komplett anderer Typ. Gut, dann holen wir uns das Einzige, was erst nach dem finalen Boss gegen den Windfisch auftaucht. Und zwar Komet, den wir hier jetzt aus dem Kranspiel zu guter Letzt nochmal angeln dürfen. Wir werden zu guter Letzt nicht verschont hier im Kranspiel. Und damit werden wir dann das Spiel gleich beenden. Trotz all dem einen negativen Kritikpunkt, beziehungsweise sogar vielleicht zwei negative Kritikpunkte haben wir. Toll, den habe ich nicht bekommen. Und zwar, erster negativer Kritikpunkt ist Boris Kammer Dungeon. Fangen wir so an. Denn Boris Kammer Dungeon, ja, ihr habt es mitbekommen, wenn ihr im Stream dabei wart. 4 Tutorial Dungeons hätten genügt. Man hätte das nicht so unnötig in die Länge strecken müssen, wie die Entwickler es letzten Endes getan haben. Was, das komplette Kammer-Dungeon-System halt in meinen Augen verschlechtert hat. Ich meine, wenn ihr Dungeons spielen wollt, dann macht eure eigenen Dungeons und werdet nicht von Nintendo dazu gezwungen. Klar, das treibt natürlich die Spiellänge noch ein bisschen, ne, in die Länge. Aber ja, spaßige Spiellänge würde ich das nicht betiteln. Das waren eher mehr langweilige 5 Stunden, die wir da verbraucht haben, um die wirklichen 100% zu bekommen. Kometfigur, sie wirkt geradezu erschreckend echt. Und damit wollte, du hast ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Das macht dich hier drin zum Champion. Dafür verdienst du diesen Kammerstein. Yay, ein Kammerstein. Damit haben wir. Außerdem zahlt ein Champion bei mir nicht mehr als 5 Rubine pro Runde. Hey, toll. Ich meine, jetzt kann ich hier drin vielleicht Geld farmen. Ist bestimmt möglich. Wir haben 14 Kammersteine. Warte mal. Das heißt, wir haben jetzt das Maximum. Aber was ist die Belohnung für
Na, warte mal, die Belohnung für alle Figuren dann aufstellen wird wahrscheinlich einfach nix sein. Einfach um Kokolin zu verschönern, gehe ich mal davon aus. Wahrscheinlich. Ja, zweiter Kritikpunkt, den ich auch unbedingt noch ansprechen möchte, weil ja viele Leute von euch wahrscheinlich auch dieses Let's Play gucken und sich fragen, ist es denn wert, dieses Spiel hier zu kaufen? Frage kann ich ganz einfach beantworten, ja. Aber nicht für 60 Euro. 60 Euro für dieses Spiel. Ich habe 25 Spielstunden, 5 Spielstunden davon waren mir aufgezwungen worden und da hatte ich nicht wirklich Spaß dran. Gut, am Anfang, aber gegen Ende hat man schon gemerkt, das muss nicht so unnötig gestreckt werden. Ich würde sagen, wenn ihr es für 40 Euro irgendwo findet, dann langt gerne zu. Ist ein gutes Remake, ein richtig gutes Remake. Ich kann natürlich nicht für den Game Boy Color Titel reden, aber ich meine, Game Boy Color und Nintendo Switch sind Weltenunterschied von der Grafik her und dementsprechend, ja, für 40 Euro langt zu, aber für 60 Euro, das ist es leider einfach nicht wert. Da will Nintendo einfach nur Geld scheffeln, indem sie Zelda auf die Verpackung drauf klatschen. Kann man sagen. Auch wenn es wirklich Zelda ist. Aber ja, hätte für 40 Euro erscheinen sollen. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel der Preis mittlerweile ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er mittlerweile ein bisschen runtergegangen ist. Hoffe ich mal. Na dann, legen wir die letzte Figur ab und beenden damit dieses Spiel. Eine Kometfigur. Sie bleibt garantiert unbeweglich. Bonjour, mein kleiner Komet. Mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ja gut, dann gibt's tatsächlich hier nix dafür. Schade. Sehr, sehr schade. Gut, dann gebe ich noch den letzten Kammerstein ab und dann verlasse ich euch hier für dieses Let's Play. Ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendetwas noch nach den Credits passiert und dementsprechend bin ich auch gerade kein Fan von dem, was hier passiert. Aber ich konnte wenigstens mein endgültiges Fazit dadurch ein bisschen noch ausschmücken. Ja. Oh, Gesellschaft. Oh, du hast einen neuen Kammerstein. Lass mir eine Kammer für dich draus machen. Hast du noch einen Text dafür, dass ich alles habe? Hey, ein Monster-Effekt. Wende ihn auf eine Kammer an, um ihr eine Horde Monster hinzuzufügen. Interessant. Na gut, aber mehr hat Boris dann leider auch nicht zu sagen. Ja, man könnte jetzt natürlich noch 3 Amiibos mehr einscannen, plus eine 4. Amiibo für den Schattenlink, der dann auch ein Effekt ist, mit dem man dann auf eine Kammer Schattenlink hinzufügen kann. Wie gesagt, habe ich nicht. Ich finde das absolut lächerlich mit den 15€ DLCs für so eine Kleinigkeit in dem Spiel. Und dementsprechend, ich habe in meinen Augen die 100% in diesem Spiel erreicht. Das kann natürlich jeder anders sehen, aber ja. Ich verlasse euch ins Outro. Ein allerletztes Mal lauscht dieser wunderbaren Melodie von dem Spiel. Ballade des Windfisches mit Lyrics. Super toll. Ich frag mich, warum sie das nicht im Spiel verwendet haben, wirklich. Das ist so verschenktes Potenzial, dass sie das nur für die Trailer benutzt haben, aber ja, man müsse Nintendos Gedankengänge halt einmal verstehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein letztes Mal den Daumen hoch. Würde mich mega freuen. Und wir sehen uns bei Luigi's Mansion, Yooka-Laylee oder Spyro. Bis dahin, auf Wiedersehen. Sleepers wake, dreams will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw, I believe. Lost in dreams, we sleep.